Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Das Spielziel ist zum Greifen nahe, der Generalschlüssel. Aber, nein, Edna will ihn ja nicht. Also reden wir mit dem Bienenmann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Naja, zumindest redet er nicht wie der Bienenmann aus den Simpsons. Eieiei! Nein, okay, Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Sehr gut. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Das ist vielleicht die beste Frage. Oder, nein, warum hast du so große Ohren? Das ist natürlich auch gut. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Ich hab... Und... Wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Okay, ich hab genau gewusst, dass so eine Anspielung auf Rotkäppchen wiederkommt. Das, sehr gut. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Sehr gut. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich... Wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Verstehe. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ja, immer diese Vorurteile. Ich kenne das mit Bug Bumble. Eins meiner größten Flops in der Let's Play-Geschichte. Und das alles nur, weil es eine... Na, lassen wir das. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Eieiei! Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Ja! Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Da hat er wohl recht. Und ich wusste, dass die auch an den Typen aus den Simpsons gedacht haben bei diesem Charakter. Es geht gar nicht anders, man kommt nicht dran vorbei. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Verstehe. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Aha. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Verstehe. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Eigentlich heiße ich Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Na, das mit dem Ohrenschmalz will ich jetzt nicht nochmal wissen. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Ja,
Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal die Zickzack... Zickzackschere. Meine Güte, was für ein schweres Wort. Edna, nimmst du Zickzackschere? Danke, Edna. Hast du sonst noch etwas, Wachsstifte? Das können wir auch nehmen. Nimm Bienenmann, ja natürlich. Entschuldigung, die brauche ich noch. Schade. Dann nehmen wir eben doch den Bienenmann. Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Voll gemein. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Schade. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Echt nicht? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Du bist aber auch anspruchsvoll. Die Staffelei. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Die Antwort kennen wir beide. Ein Computerspiel spielen. Ich meine, ich bin ein Let's Player. Wir machen nichts anderes. Wir sind ja bekanntlich nicht besonders... Nein, lassen wir das. Okay. Sehe ich das richtig? Sind wir jetzt in so einer Art Bar? Das macht mir ein bisschen Angst. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und leitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einem jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Oh doch, glaub mir. Eines Tages fällt das alles auf dich zurück. Eines Tages werden wir dir alles vorhalten, was du hier erzählt hast. Poki! Das hast du davon. Gut, dann reden wir mal mit Peter. Ist das nicht der Typ, für den Petra die Überraschungsparty schmeißen wollte? Ah! Na du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Oh Gott. Okay, sie ist wirklich nicht sehr taktvoll. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dich hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drin eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Dann probieren wir mal die guten alten Kommt-ein-Mann-zum-Arzt-Witze. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt,
Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Okay, das ist wirklich sehr, sehr arg. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Das ist so genial. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Okay, probieren wir es noch ein letztes Mal. Edna, diesmal streng mich etwas an. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Ja. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Okay. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Aber ja. Armer Kerl. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Maja. Barmann! Rede mit uns! Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay, dann sagen wir es dir halt nicht. Nehmen wir halt einen Löffel und graben uns hier raus. Wir haben ja gesehen, das kann funktionieren. Oder auch nicht. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Naja. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Ja, das siehst du auf einmal, obwohl du da hier starr hinblickst, warum auch immer. Ein Kickertisch und den benutzen wir jetzt mal. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Ob ich mal das Licht anschalten sollte? Lass das bitte.
Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Oh, armer Kerl. Vielleicht muntern dich die Geschichten von Captain Unbrauchbar ein bisschen auf. Wenn Captain Unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Hm. Na gut. Ach, du liebe Zeit. Was ist das denn jetzt hier? Sehr düster. Hier gibt's wohl keinen Lichtschalter? Na, zumindest haben wir mal einen Becher. Einen Droggelbecher? Ja. Poki, was hast du dazu zu sagen, bevor wir den Part beenden? Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insiderwissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Escher's Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals, auch ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel, da bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Mhm. So verbringe ich jedes Wochenende. Ich finde das nicht so schlimm. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Also, hier mal ein bisschen getrocknete Kotze, da mal ein Kaffeeautomat. Warum nicht? Na gut, ich würde mal sagen, in dieser düsteren Stimmung verabschieden wir uns in den nächsten Part. Schauen, was wir hier noch erreichen können. Es ist unfassbar, wie tief wir in diese Irrenanstalt mittlerweile vorgedrungen sind und doch irgendwie nicht so wirklich weiterkommen. Aber ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, wir finden bald eine Lösung. Also bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.